Hallo alle und willkommen zurück zum CDBB hier auf Sunset Ridge. Ja, ich hab mir gedacht, das war damals so eine meiner Lieblingsstrecken, dann kannst du die doch mal wieder wählen, weil ich gerade zufällig über den Cup geswitcht habe und gesehen habe, hey, da ist ja die Strecke, weil ich habe nach anderen Strecken gesucht, die ich mal wählen kann, sonst nehme ich meistens Delfino Island. Aber ja, das wird auf Dauer ja auch irgendwann langweilig. Auch wenn die Strecke ziemlich cool ist und ich da einigermaßen mithalten kann immer. Oh nein, ich sehe hier leider nicht, welche Pilze bouncen und welche nicht, aber ich werde da schon irgendwie durchkommen. Okay, das ging. Das hier kann man nicht stunt. Okay. Ja gut. Vielleicht finde ich ja den Secret Rampenspot hier hinten. Ich bezweifle es aber eigentlich. Wir sind hier mit drei Leuten im Raum, die jetzt nicht wirklich viele Punkte haben, aber das muss ja nichts heißen. Okay, ich habe ihn bekommen, aber wurde ein bisschen weit katapultiert leider. Und der Yoshi hat gefailed, das ist nice. Kakashi ist drin, das ist eine Nie, der mir bekannt vorkommt und auch der Name kommt mir bekannt vor, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich kenne, weil in meiner Freundesliste ist er nicht, deswegen, naja, bin ich mir da nicht so sicher. Ansonsten habt ihr möglicherweise mit einem... Oh nee. Okay, auf dem Pilz, das ist in Ordnung. Dann kostet es nicht allzu viel Zeit. Vielleicht habt ihr ja mit einem Part gerechnet, der im normalen Worldwide oder in einem Raum ist. Denn da habe ich ja in letzter Zeit zwei gemacht, aber beim ersten habt ihr, denke ich, mitbekommen. Kam nicht sonderlich viel zustande, wegen der Wimpfei, die nicht ganz standgehalten hat, zumindest bei mir. Wie es bei den anderen genau ablief, weiß ich nicht genau. Aber bei manchen ging es auch nicht so gut. Und ja, dann habe ich ja nochmal einen gemacht. Da konnte ich aber leider nicht meine Stimme aufnehmen, sondern nur das Gameplay. Und das habe ich ja in diese Compilation gepackt. Ich wollte es am Goomba dodgen irgendwie, aber hat nicht funktioniert. Und da habe ich ja die Compilation draus gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch darüber auch gefreut habt, auch wenn es nicht kommentiert war und so weiter. Jetzt habe ich es auch verkackt. Wieso versuche ich es eigentlich? Ich hatte so einen weiten Vorsprung, da hätte es das auch nicht wirklich viel gebracht, hätte ich ihn hinbekommen, aber okay. Noch ist der Führung immer noch in Ordnung. Hey! Ist die Führung immer noch okay? Da kann auch gerne noch eine Blue Shell kommen. Ich hoffe, dass ich keinen Disconnect bekomme. Ich habe auch schon versucht, im normalen Worldwide aufzunehmen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Deswegen bedankt euch bei der Wimpfei, wenn ihr Custom Tracks sehen wolltet, dass sie ein bisschen gefailt hat vorhin. Jawohl, gut gemacht, Wimpfei. Nicht zu laufen. Nice. Ja gut. Wie gesagt, von den Räumen kommt jetzt keine kommentierte Aufnahme oder so. Also kein normaler Part, aber ja, hat denke ich trotzdem Spaß gemacht. Beim zweiten Mal waren wir die meiste Zeit zu siebt oder zu sechst im Raum. Und ich habe auch mit drei Leuten geskypt nebenbei. Das war dann schon eine ganz nette Sache und vielleicht mache ich in Zukunft ab und an mal einen Termin, so spontan, das muss ich mal gucken, weil ich derzeit relativ viel Lust auf Mario Kart Wii habe und auch, ich habe so das Gefühl, wieder mehr Leute online sind, so, also vorhin im normalen Worldwide war ich in drei, vier verschiedenen Räumen, habe zwar immer ein Disconnect bekommen, aber es waren immer verschiedene Räume und immer so mit fünf, sechs Leuten, also da war schon ein bisschen was los und das ist auf jeden Fall sehr cool, wenn die Leute wieder ein bisschen aktiver Mario Kart zocken. Weil dann kann ich das auch. Also Mario Kart Wii. Und da liegt ein Pilz. Den will ich. Oh, verdammt. Ich bin das Machtbike überhaupt nicht mehr gewohnt. Normalerweise fahre ich ja mit Donkey im normalen Worldwide. Und jetzt hier mit Didi. Ja, die Affenbande ist am Start und gönnt mir hier den Sieg tatsächlich. Wow. Amazing, die Skills. Wundert euch übrigens nicht über die Punktzahl, die kommt durch diversen Disconnects zustande. Manchmal habe ich zwar auch vor der Windy Seas, aber ja gut, häufiger sind es dann halt die anderen. Die sind ein bisschen schade, aber kann man nichts gegen machen. Und plus 18, hey! Ja, die haben jetzt nicht sonderlich viele Punkte, deswegen gibt es da nicht viel zu holen, aber so langsam im Raum mitfahren und drin bleiben ist mir da alles recht. Okay, Kalimari Desert, die bin ich ja schon ewig nicht mehr gefahren. Naja, ist glaube ich zu dritt auch nicht so die spannendste Strecke, aber okay, die beiden wollten sie, dann kriegen sie sie. Weil das eine ist ein Gast, nicht?
Naja, ist ganz cool, wenn die drinnen bleiben, sind es ja wenigstens dann immer schon drei Leute. Deswegen ist es wahrscheinlich sogar von Vorteil. Kommen die auch durch? Ja, die kommen durch. Oh Gott, wäre ich beinahe noch reingefahren in die Teile. Das wäre natürlich übel gewesen. Und ah, ich sehe, die haben auch die Rampen von Mario Kart 8 so ein bisschen eingebaut. Zumindest glaube ich, dass die erst da dazu kamen. Also die über den Zug da, die große rechts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch schon in auf dem N64 war. Nee, eigentlich gar nicht, aber okay. Er ist in meine Green reingefahren. Was der Gast da schon wieder macht, wenn das der Gast ist, weiß ich auch nicht, aber ja, der kann, wenn er ein paar Pilze bekommt oder viele Reds, auf jeden Fall noch aufholen. Ansonsten, was gibt's so zu erzählen? Heute ist ganz nett, weil Wochenende ist, zumindest noch. Und dann sind ja auch bald schon... Ah, jetzt muss ich auf den Zug warten und ich kann nicht abbremsen. Ach, und man wird sogar platt gemacht. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Bleibt er stehen? Nee, okay. Das wäre auch relativ doof gewesen. An seiner Stelle wollte ich... Okay. Hä, wieso ist er auf einmal so weit hinten gewesen? Oh, die habe ich aus Versehen getriggert. Versteht sich. Und jetzt muss ich hier auch noch auf den Zug warten. Okay, jetzt hat er natürlich einen ziemlich großen Vorsprung leider. Das war ungünstig, aber es ist das Lustige an der Strecke halt auch. Ja, es sind bald bei mir auch Pfingstferien, das sind 2 Wochen und da bin ich voraussichtlich nicht da. Bedeutet, da wird es mit Videos wahrscheinlich ein bisschen mau ausfallen. Aber ja, mal schauen, 1, 2 kann ich, denke ich, im Vorrat dann noch bringen. Ja, wobei, ich komme nicht unbedingt zum Aufnehmen und der ist in seine eigene Bombe gefahren. Nice, auf jeden Fall ein guter Move von ihm, aber bei mir war es ja auch relativ knapp. Deswegen will ich hier jetzt nichts Falsches sagen. Zumal die vielleicht so spielen, dass der eine Punkte bekommt und der Gast versucht mich aufzuhalten, das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht welcher der Gast ist, ich gehe einfach mal von Mii aus, aber sicher bin ich mir nicht. Okay, der hat hier ein bisschen die Rampe zugelegt, das ist mir eigentlich relativ egal. Wieso bekomme ich dann nur grüne? Ich hätte lieber rote tatsächlich. Vor allem hier in der Kurve bringt es mir halt absolut nichts. Okay, aber zurückgelegt oder wie auch immer. Jetzt da wieder weiter vorne und nein! Oh, das war jetzt ungünstig. Ich dachte mir, vielleicht kann ich ihn snipen, aber das kostet mich jetzt wertvolle Plätze und jetzt werde ich wahrscheinlich noch letzter. Oder auch nicht, weil... Also was mit den Panzern los war, weiß ich auch nicht. Die sind ein bisschen komisch geflogen. Oh, ich will mich nicht beklagen. Okay, jetzt hat er sich nochmal vorgelegt, aber nicht komplett. Gut. Ja, okay, wir scheinen bei den 3 Leuten zu bleiben. Das ist schade. Aber es gibt noch einen 2. Raum, wo richtig viele drin sind. Da versuchen die anderen wahrscheinlich alle reinzukommen. Deswegen ist hier ein bisschen mau. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich's noch... Und dann auch noch auf Spiegelmodus. Wer weiß, wer weiß. Man wird es sehen. Und, fahrt ihr noch los heute? Ich hatte anscheinend einen Lagstart. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Oder die haben keine Lust auf die Strecke. Oder sie dachten sich, hey, hier verlieren wir sowieso. Wir bleiben einfach mal am Start stehen. Vielleicht kriegen wir einen Kugel wie die bei 3 Leuten. Das ist relativ unwahrscheinlich, glaube ich. Aber man kann ja hoffen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das hier so genau ablief. Aber... Noch sieht es ziemlich gut aus sogar. Ah, da hätte ich einen Trick machen müssen. Verdammt. Ja gut, einmal runterfallen, das gönne ich mir noch. Und ja, ich wollte noch irgendwas sagen, was ich aber leider vergessen habe. Nun ja, ich habe heute Minigolf gespielt. Und einen neuen Rekord. Yeah. Interessiert alle. 32 hat das Nummernblatt Ergebnisdingens am Ende gesagt, bedeutet, bei 18 Bahnen kann man sich da denken, es ist auf jeden Fall Unterschnitt 2 und somit doch schon relativ gut, würde ich meinen, für einen Otto-Normalspieler, der keinen eigenen Schläger hat oder so, also jetzt zweideutig gesehen schon, aber er denkt ja nicht so hoffentlich, oder vielleicht doch, ach egal, jetzt habe ich es erwähnt und dann... Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Na, das ist gar nicht mal so übel und genauso wenig übel fahre ich hier gerade. Ich bin noch relativ überrascht von mir selbst, aber es liegt an den letzten Tagen, wo ich ein bisschen mehr Mario Kart gefahren bin.
lernt man dann doch wieder ein bisschen dazu, nachdem sich manche Leute, Exu oder wie auch immer man dich ausspricht, ja manchmal irgendwie so ein bisschen über das Skill-Level hier, ja, den Mund. Schade, ich dachte, vielleicht bekomme ich einen Doppelbounce, aber so viel Glück hatte ich dann doch nicht. Werde ich hinten? Ja, ich werde hinten respawned. Es war, glaube ich, relativ knapp mit dem Respawn-Punkt, aber es hat funktioniert. Da bin ich doch beruhigt. Und ich glaube, die beiden haben nicht so Bock auf die Strecke, wenn ich mir das da so angucke. Der eine fährt schon rückwärts. Ist okay, danach wähle ich dann auch eine kürzere Strecke, weil der Part sonst zu lang werden wird wahrscheinlich. Dann bekommt er irgendwie Sacred Fog Coast, hätte ich eigentlich Bock drauf. Und die ist relativ kurz. So irgendwas. Oh, schade, ich wollte ihn eigentlich snipen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt zieht er hier keinen gescheiten Wallstand. Oh, aber ich habe den Beschleuniger mitgenommen. Das ist natürlich auch cool. Dankeschön, Danny. Hast du echt toll gemacht, mich da gegen die Wand zu bumpen und die World Record Zeit hier zu verhindern. Natürlich. Ja. Das würde mich mal interessieren. Nee, eigentlich würde es mich nicht interessieren, was hier die World Record Zeit drauf ist. Ich weiß nicht, ob es, was Custom Tracks angeht, überhaupt so viele Leute gibt, die TT, also Time Trial Dingens, darauf machen. Also ich kenne ein, zwei, aber das war es dann auch schon. Und ich wüsste jetzt nicht, dass die auf YouTube oder so hochladen. Vogel ist an der Stelle gegrüßt, wenn er zuguckt. Glaube ich aber eigentlich nicht. So, ja, diesmal will ich es aber hier rüber packen. Nicht durch den Pilz gefallen und das funktioniert. Diesmal habe ich es gepackt, oder? Ich glaube, das war nur die Blue Shell, die mich aufgehalten hat. Ah, schade. Ich dachte, er leckt sich sowieso nach vorne, deswegen hatte ich schon überlegt, so nach vorne zu werfen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Ja, jetzt ist das hier eigentlich eher wie Zeitfahren als alles andere, aber okay. Vielleicht melden sich ja fürs letzte Rennen noch Leute. Nein! Denn hiermit soll es das letzte Rennen gewesen sein. Ich habe, denke ich, ein paar Infos rausgehauen. Oh, zwei Spieler, dann versuche ich es doch nochmal kurz. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert. Wenn ja, dann hört ihr das gleich. Wenn nicht, dann seht ihr den Disconnect-Screen. Okay, es hat noch jemand in den Raum geschafft und glücklicherweise auch eine recht kurze Strecke gewählt. Nämlich Cliff Village. Und das ist auf jeden Fall ganz nett. Hallo an dich. Und ja. Okay, 35.000 VR stimmt nicht so ganz. Du hast nur 6.800 oder so. In welche Richtung geht's bei Spiegel rechts rum? Verdammt. Okay, sie ist auch ins Offroad oder eher oder was auch immer. Jim könnte für alles stehen. 35.000 VR, die 35.000 VR oder... Ja, der... Nee, die. Dann ist es nur die. Gut. Ich habe auch in letzter Zeit wieder vermehrt bei TWD98 aka Troy so ein bisschen die Mario Kart Wii Videos angeschaut, die Shortcut Challenges und so ein Zeug und muss sagen, die Videos sind echt ganz cool und die kann man sich auch gerne nochmal angeschaut haben, aber naja, das nur so nebenbei. Oh, da hat er den ganz skillig den Turbostreifen genommen. Ich glaube, mit Stunts wäre es trotzdem irgendwie eleganter gewesen, aber ich kann ja mal so tun, als wäre es gut gewesen, da keinen Jump bekommen zu haben. Naja, egal. So, ich glaube, das wird hier noch ein ziemlich enges Rennen. Wenn die Daisy da hinten einen Pilz haben sollte, wird das nämlich ziemlich kritisch. Oh, fast in Goomba noch hier rein. Das wäre nicht so cool gewesen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das hier am besten löst. Und nein, es war eine Wolke, die noch zum Sieg gereicht hat. Okay. Okay, das war auf jeden Fall gar nicht so übel. Es tut mir leid, ich muss dich verlassen und euch auch. Deswegen sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von irgendwas wieder. Bis dann und tschüss.